Leute, es ist wieder passiert, ich habe mir eine Maschine gekauft. Und zwar dieses Mal keine Kappsäge, sondern eine Pendelsäge. Die gefährlichste Maschine bis jetzt in meiner Werkstatt. Ist die nicht geil? Das heutige Video wird nicht so wirklich strukturiert sein. Ich werde euch einfach mal so die Maschine zeigen, wie sie jetzt derzeit so hier drin steht. Im Prinzip fehlen auch noch ein paar Dinge. Die muss noch auf dem Boden festgebolzt werden, die Absaugung fehlt noch, das wird die nächsten Wochen alles passieren. Aber ich will euch in diesem Video dennoch schon mal so die generelle Maschine zeigen. Das ist eine Bäuerle Pendelsäge und da gibt es zwei Dinge, wo man hier halt eben nicht verwechseln darf. Das ist keine Kappsäge und das ist auch in dieser Werkstatt keine Kappsäge oder keine Pendelsäge, mit der ich ganz, ganz genaue Schnitte machen werde. Wofür ist diese Maschine? Ich werde es einmal ganz grob demonstrieren. Hauptschalter einschalten, Holz auflegen. Das war's! Nicht mehr, nicht weniger! Hier hat früher meine Kappsäge gestanden und die habe ich verkauft, weil ich mir eine Formatkreissäge gekauft habe. Und ich habe auch schon in vergangenen Videos gesagt, die Formatkreissäge ersetzt im Prinzip bei mir die Kappsäge. Das ist auch der Fall, nur gerade beim Zuschnitt von großen, schweren Massivholz ist mir jetzt auch tatsächlich hier in der Vergangenheit so ein bisschen aufgefallen, dass das ein bisschen gefährlicher ist. Denn selbst wenn man den Anschlag ganz nach hinten nimmt, das Holz, selbst wenn es ganz, ganz rund ist und, dann liegt das teilweise zu viel auf dem Tisch auf, weil es ein bisschen rund ist. Und da kann es halt passieren, dass das Holz ein bisschen keilt. Ich wurde kontaktiert, ob ich diese Maschine hier kaufen will und ich habe eigentlich gesagt, oh du, eigentlich habe ich gar keinen Platz, weil wir schauen mal noch mal kurz zurück. Wer sich nämlich noch erinnern kann, jetzt schauen, dass ich nicht auf die Schnauze fliege, hier hat früher mein Massivholzregal gestanden und das ist jetzt weg. Ich habe kein Massivholzregal mehr, denn jetzt lagere ich mein Holz stehend. Ein paar Holzenthusiasten sagen ja auch sowieso, dass es viel, viel besser wäre, Holz stehen zu lagern, weil es ja auch schließlich so gewachsen ist. Ich finde persönlich, dass das irrelevant ist. Das Holz, was gelegen hat, hat sich auch gut verarbeiten lassen. Aber jetzt steht halt eben mein Massivholz hier an der Wand. Und die Maschine hier ist wirklich, wirklich groß. Ich nehme mal einfach so den Metermaßstab und wir schauen einfach mal gerade zusammen, wie lang allein nur die Auflagefläche von der Maschine hier ist. 2 Meter. 4 Meter. Und ein paar verquetscht. Ungefähr 4,30 Meter ist diese Maschine breit. Und tief ist sie, wenn wir mal uns die Maschine bis hinten annehmen, dann ist sie 1 Meter tief. Das hat ja zum Glück hier eigentlich trotzdem ganz gut hingepasst, denn das Holzregal ist rausgekommen. Das Holz kann ich jetzt stehend lagern. Habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Mein Vater hat gesagt, stell es doch einfach an die Wand. Und da steht es jetzt wirklich sehr, sehr gut. Hier seht ihr jetzt ein bisschen Massivholz, Buchenholz. Hinten dran ist noch Walnuss. Und hier haben wir so ein paar Baubohlen, aus denen ich derzeit so ein paar Werkstattschränke baue. Und ich will auch tatsächlich nicht mehr, dass dieses Holzregal hier proppenvoll ist, weil was bringt mir Holz, was hier 2 Jahre in der Werkstatt liegt und halt eben einfach nur hier liegt. Das frisst einfach nur Platz weg und im Umkehrschluss kostet das auch im Prinzip Geld für die Lagerung. Deswegen will ich auch gar nicht mehr so ein großes Holzlager. Wenn das hier immer einigermaßen gefüllt ist, ist das auch schon relativ viel Holz. Das heißt, das hier ist jetzt erstmal okay. Und es kommt auch so die nächste entscheidende Veränderung, wenn ich zu viel Buchen- oder Eschenholz habe, weil ich ja vor ein paar Wochen mein Schneideprojekt, Selbstprojekt gestartet habe. Denn das, was ich zu viel an Buchen- oder Eschenholz habe, das sind die Hölzer, die ich derzeit verarbeite, die schneide ich dann einfach auf meine Fixmaße zu, lagere sie unter der Pendelsäge und kann sie, wenn ich Zeit habe, weiterverarbeiten. Ich zeige euch mal, wie es derzeit aussieht. Wie gesagt, es ist nicht mehr viel übrig, aber hier sehen wir jetzt so ein paar Abschnitte. Die haben alle fixe Maße, die sind alle 35 cm lang. Das ist die ideale Länge, um die halt eben an der Formatkreissäge weiter zu bearbeiten, sprich besäumen, abrichten, auf dicke hobeln, fügen und dann halt eben auf Streifen schneiden und dann geht das ganze Spiel nochmal von vorne los. Deswegen, wenn ich zu viel Buchen- oder Eschenholz habe, schneide ich das einfach klein und lagere es hier unten drunter und habe wieder Platz für andere Arten von Hölzer, die für andere Projekte bestimmt sind. Ich biete in meinem Online-Shop Sippo Querholzrohlinge an und die habe ich vorher auch auf meiner Formatkreissäge zugeschnitten. Das Holz kaufe ich bei meinem Händler ein, formatiere es halt eben für meine Endkunden zu, damit sie es später besser drechseln können, damit die nicht so eine riese Bohle bestellen müssen. Bei dem Sippo-Holz geht's, das ist jetzt nicht so extrem schwer, aber die sind immer noch 50 cm breit, sind dann 5 Meter lang und das ist dann schon wirklich entspannt, das lieber da drauf zu heben, als hinten auf die Formatkreissäge. Denn erinnert euch einfach mal an größere Holzprojekte zurück. Ich muss immer das Holz hier nehmen, gehe durch die Werkstatt, muss es oftmals noch einmal mit der Stichsäge ablenken, damit es dann erst auf die Formatkreissäge passt. Das sind Luxusprobleme, will ich ganz klar sagen. Nur die Maschine hier, die ist halt jetzt zufällig ganz gut
in die komplette Werkstatt, in den Werkstattalltag reingekommen ist, wegen ich da nicht Nein gesagt habe. Ich habe ohne Witz, vorher habe ich echt gedacht, Mann, hoffentlich passt die. Das war wirklich die erste Maschine, wo ich euch nicht hätte sagen können im Vorhinein, ob die hier überhaupt gut in die Werkstatt reinpasst. Ich habe einmal, als der Vater da war, haben wir einfach hier so ein bisschen gemessen, wo die halt eben am Ende stehen wird. Und da, wo sie jetzt steht, da haben wir auch das Ganze ausgemessen. Was hat hier vorher gestanden? Relativ simpel, da rechts so ein Wagen, der hat vorher hier gestanden, den kann ich jetzt einfach woanders hinschieben, den werde ich sowieso auch in Zukunft wie die ganze Zeit für andere Projekte dann halt eben nutzen. Das bedeutet, wenn ich viel auf dicke hobel, steht der Tisch sowieso hinter der dicken Hobelmaschine, da kann das Holz dann direkt drauf fallen und deswegen habe ich so wirklich diesen Platz hier ideal ausgenutzt. Zur Maschine an und für sich, wir haben hier eine Höhenverstellung, dass wir die hoch und runter stellen können und wir können das Ganze auch schwenken, das bedeutet 30, 35 und so weiter. Gradzahl können wir halt eben schneiden, werde ich jetzt nicht unbedingt verstellen, weil ich das auch nicht nutzen werde. Diese Maschine hier kann im Prinzip ziemlich wenig. Aber das, was sie kann, kann sie wirklich, wirklich gut. Sie kann sehr effizient sehr viel Volumen an Massivholz oder anderem Holz auf Länge zuschneiden. Was kann diese Pendelsäge nicht? Ich zeige es euch mal. Feine Schnitte sind theoretisch mit dieser Pendelsäge möglich, aber da ist mir das Gefahrenpotenzial einfach zu groß. Denn das Holz, das liegt hier einfach nur und derzeit ist der hintere Andrückbacken nicht da. Das ist wirklich nur so eine kleine Metallscheibe und das bedeutet, dass hier einfach, das ist nicht dafür gedacht, hier in der Werkstatt feine Schnitte zu machen, weil hier könnte das Ganze einfach rüberkippeln. Ihr seht es ja, das ist einfach nur eine Metallscheibe, die kommt in etwa hierher, damit man halt eben das Holz hier auch dagegen drücken kann. Das muss ich alles noch mal zusammenschrauben, weil es noch nicht wirklich richtig aufgebaut ist. Neben der Tischfräse ist das hier wirklich mit Abstand die gefährlichste Maschine hier in dieser Werkstatt. Mir hat ein Zuschauer geschrieben, dass so eine Maschine ihn sogar mal ausgenockt hat. Warum ist das so? Also, bei einer Kappsäge zieht man ja die Maschine nach vorne und schneidet dann im Gegenlauf. Das bedeutet, man muss im Prinzip die Maschine durch das Holz drücken, weil die Zähne quasi in die andere Richtung wollen. Bei dieser Maschine hier ist das ganz anders. Wir haben im Gleichlauf das drehende Blatt und ziehen die Säge dann durch das Holz. Wenn jetzt Leute in die Kommentare schreiben, ja dann zieh doch einfach die Maschine nach vorne und schneid dann, so setzt man die Maschine hier nicht ein. So ist das Ganze nicht gemacht. Wir haben auch damals einige tatsächlich geschrieben bei meiner Metallkaltkreissäge, dass das Blatt falsch rumläuft. Aber nee Leute, das ist so schon richtig. Die Maschine wird so eingesetzt. Wir haben hier eine Arretierung. Das bedeutet, das ist jetzt fest. Das ist auch ganz schön gut so, weil stellen wir uns einfach mal vor, die Maschine würde nur hinten lose dagegen liegen und wir kommen irgendwie mit unserem Holz, weil wir es auf dem Tisch verrücken, hier vorne gegen den Zahn, dann würde die Maschine nach vorne schnellen. Und das ist halt eben wirklich das Gefährliche. Ich habe hier schon sehr, sehr verwundenes Material drauf geschnitten. Das hat auch sehr, sehr gut funktioniert, wobei ich hier dann auch wirklich darauf achte, dass das keine 5 cm Streifen sind. Ich habe hier so eine Mindestlänge von, sagen wir mal, 20 cm, die ich hier eigentlich immer so bei verwundenem Zeug schneide. Ihr habt gesehen, das hier hat auch gut funktioniert, aber ich will, was das angeht, es hier einfach nicht übertreiben. Wir schauen uns das Blatt mal noch mal ein bisschen genauer an. Also ihr seht, wir betätigen die Entriegelung und können dann hier das komplette Sägeaggregat durch das Holz führen. Und jetzt seht ihr auch schon, dass wir hier ganz schön viel mitschneiden können, denn wenn wir das wirklich bis ganz nach vorne ausreizen, dann können wir jetzt ungefähr 60 cm waren es, glaube ich, aber ich messe es mal noch mal nach. Wir können hier so jetzt ja wirklich 60 cm ungefähr schneiden und das ist, wie ich finde, wirklich, das ist ganz schön abgefahren. Denn so eine 60 cm, 8 cm dicke Eichenbohle, die hebt man auch mal nicht so einfach auf die Formatkreissäge, deswegen ist das hier schon nicht verkehrt. Okay, da muss wirklich noch ein bisschen was dran gemacht werden. Aber Philipp, wäre so eine Kappsägenstation, wie man sie aus vielen Werkstätten kennt, dann nicht besser gedacht? Ja und nein. Ich sag mal so, für den Preis, wo ich die Maschine gekauft habe, hätte man keine richtig gute Kappsäge bekommen. Und dazu haben wir hier wirklich ein gutes Gestell. Also das hier ist wirklich Substanz. Die Maschine ist ja nicht ohne Grund schon wirklich Jahrzehnte alt. Wir haben hier ein komplettes System, was funktioniert. Kaufen, in die Werkstatt aufbauen, reinstellen und man kann es halt eben benutzen. Hätte ich mir so eine Kappsägenstation selbst gebaut in der Qualität, wo es halt eben hier steht, sagen wir mal aus Multiplex, dann hätten wir da bestimmt auch schon wieder 300, 400, 500 Euro Holzkosten gehabt, um so ein Gestell zu bauen. Deswegen, das hier ist einfach eine fertige Variante, die man nutzen kann und das komplette System funktioniert gut. Deswegen stehen so Teile ja auch wirklich immer noch in Schreinereien rum. Thema Gefahr. Was ist an dieser Maschine so gefährlich? Also, wir haben die Tatsache, wir schneiden etwas im Gleichlauf. Das ist nicht das große Problem. Das große Problem ist einfach nur, wenn das Holz während dem Schnitt verkeilt und sich das Blatt dann halt eben verkeilt. Bei der Tischkreissäge oder bei anderen Sägen schießt halt eben das Holz zu euch
In dem Fall schießt die Maschine dann halt eben zu euch. Normalerweise, wenn man die Maschine aber wirklich gut nutzt, dann ist, würde ich sagen, hier das Gefahrenpotenzial geringer, als wenn man das mit einer normalen Kappsäge macht. Denn achtet mal drauf, wie ich mich hier hinstelle, wenn ich etwas schneide. Also, ich lege das Holz hier hin. Mit der linken Hand entriegel ich die Maschine, die rechte Hand kommt auf den Motor und dann passt mal auf. Dauert kurz, Moment. Ich stehe bei dieser Maschine nicht im Gefahrenbereich. Wenn jetzt hier etwas wegfliegt, dann ist die Maschine vor mir. Normalerweise sollte rechts sowieso immer ein bisschen mehr Holz stehen als links. Das bedeutet, rechts ist die Masse vom Holz, die auf dem Tisch liegt. Und links kann irgendwas wegfliegen. Aber ihr seht, wir haben hier den Blattschutz. Wir haben hier dieses Kunststoffteil. Und wenn etwas irgendwie wirklich ins Sägeblatt reingezogen wird und nach hinten geschleudert wird, dann habe ich die Maschine vor mir als Schutz. Wenn die Maschine zu mir fliegt und ich sie halt eben so nutze, dann könnte sie mich im höchsten Fall halt eben über den Haufen schmeißen. Aber schlimme Dinge, wie es auch schon in manchen Firmen passiert ist, dass jetzt zum Beispiel der Arm abgeschnitten wird, die passieren halt hier nicht, wenn man wirklich grobe Fehler macht. Wenn man sich jetzt irgendwie so hier hinschneidet, unterhält sich mit dem Kollegen, die Maschine ist noch am Laufen und dann fliegt hier irgendwie was rein und die Irritierung ist nämlich so viel, dann kann es halt eben wirklich zu schlimmen Unfällen kommen. Aber oftmals sind so diese großen, sperrigen Maschinen, die super, super gefährlich aussehen in meinen Augen, nicht so gefährlich wie so eine normale Kappsäge. Wie oft ist mir meine Kappsäge nämlich schon im Holz verkeilt, wo schon wirklich alles diesen hier gemacht hat. Das hier ist halt eine andere Hausnummer. Was ich mir hier auch gut vorstellen kann, dass ich in einem zukünftigen Projekt einen schönen Schrank bauen werde, der halt eben hier unten in das Gestell reinkommt. Ich habe schon eine Grundbasis, die wirklich sehr, sehr stabil ist und da könnte ich mir vielleicht wirklich vorstellen, ein paar schöne Einlegenböden herzustellen, dass ich hier Holz besser verstauen kann. Aber in erster Linie sollen hier wirklich solche Stücke gelagert werden, damit ich Überschuss an Holz einfach auf meine Fixmaße zuschneide und die halt eben hier unten drunter lagern kann, damit ich halt eben so ein bisschen platztechnisch besser aufgestellt bin. Und noch so eine Feinheit, die nicht so in den Videos oder in Werkstätten gut oder was man direkt erkennt. Das Holz muss ja auch in die Werkstatt reinkommen. Wo kommt's her? Hier hinten ist das Tor. Hier trage ich immer mit meinem Holzlieferanten das Holz hier in die Werkstatt rein. Und normalerweise habe ich es vorher immer hier hingelegt, auf den Boden. Es hat da dann Wochen und Monate lang gelegen, bis ich es verarbeitet habe. Und jetzt kann ich das hier auf den Boden legen und kann es von hier auf die Pendelsäge legen und kann es direkt vorformatieren auf meine Fixmaße, je nachdem, wie viel Material ich brauche. Oder ich schneide es halt eben auf eine 3-Meter-Länge, dass ich es hier stehend lagern kann. Und das ist einfach wirklich, ihr glaubt gar nicht, wie happy ich mit der Maschine bin. Ich bin wirklich, wie ich gesagt habe, die Maschine kann nicht viel, aber das, was sie kann, kann sie wirklich sehr, sehr schön. Hier nochmal so eine Ansicht, wie das Ganze von der rechten Seite aussieht. Und ich finde halt einfach die Mechanik, die hier wirklich dahinter steckt, die finde ich auch einfach wirklich toll durchdacht. Und es ist einfach eine schöne Maschine. Ich bin wirklich froh, dass es eine Bäuerle ist, weil die sind einfach gut. Das ist einfach, da ist Substanz dahinter. Hier seht ihr auch nochmal die Arretierung. Das bedeutet, so ist das Sägeaggregat fest. Ich muss den Hebel hier nach unten drücken und kann jetzt so schneiden. Ich habe schon in anderen Videos gesehen, von der Maschine hier gibt es nicht viele Videos, dass manche Leute die Maschine so nutzen. So werde ich die nicht nutzen, weil jetzt seht ihr auch schon direkt wieder, dass ich im Gefahrenbereich stehe. Wenn das Holz hinten geklemmt wird, fliegt es gegen die Wand und kann in kleinen Stücken mir ins Gesicht fliegen. Und das ist halt eben nicht schön. In Schreinereien oder ich glaube von der BG wird vorgegeben, dass man das quasi so halten soll. Das ist schon besser, dass man mit der linken Hand hier eher so die Kraft nach hinten gibt, damit die Säge immer so ein bisschen Widerstand hat. Aber ich finde, wenn man die Säge so nutzt, ist man noch mehr auf der sicheren Seite. Deswegen werde ich die halt auch einfach so auf die Art und Weise nutzen. Es ist keine Kappsäge, es ist eine Pendelsäge. Frage Nummer 1. Ich denke, das ist die meistgestellte Frage, deswegen gehe ich da noch mal kurz drauf ein. Greift die Säge nicht sehr im Holz, wenn man da was mit schneidet? Verkeilt sich das nicht brutal? Wenn das Holz einigermaßen plan ist, und da meine ich nicht, ob es eine Waldkante ist, wenn das Holz einigermaßen plan auf dem Tisch hier liegt und irgendwie so ein bisschen Rückhalt auf der rechten Seite zu dem Anschlag hat, dann kann man da sehr, sehr entspannt mitschneiden. Wir haben keine ruckligen diesen hier, wo halt eben die Säge sich nach vorne arbeiten will. Auf gar keinen Fall. Die Säge schneidet wie Butter durch das Holz. Und so ist es halt auch wirklich angenehm dann zu benutzen. Und nach dem ersten Schnitt ist mir direkt aufgefallen,
es ist nicht so wild, wie man denken könnte, was die Maschine halt eben macht, wenn man sie bedient. Eine Sache, wo ich selbst noch ein bisschen gespannt bin, ist die Absaugung. Ne? Also hier hinten steht meine zentrale Absauganlage. Das sind ungefähr, ja, lass das mal 10 Meter sein bis zu diesem Punkt. Und jetzt müssen wir halt eben hier, blub, hier weiter unter dem Stahlträger drumherum, hier an der Decke zur Tischfräse. Und dann geht hier nochmal ein 120er Abgang hier zu der Pendelsäge. Und da bin ich mal gespannt, wie gut das halt eben funktioniert. Das werde ich in einem Video natürlich mit euch zeigen. Da werde ich mit der Firma Absaugprofi die Rohre wieder verlegen. Und da werde ich euch halt eben Bericht erstatten, ob das Ganze gut funktioniert. Noch eine Sache wegen den Spänen. Ich denke eigentlich, dass die Absaugung hier ein leichtes hat, die ganzen Späne zu sammeln. Denn bei einer Kappsäge werden ja die ganzen Späne immer wirklich nach oben geschleudert. Die werden gegen das Sägeaggregat geschleudert und links und rechts und unter der Maschine halt eben verteilt. Dadurch, dass wir uns quasi hier einen Schnittkanal bilden, wo das Sägeblatt sich den Weg nach vorne bereitet, wird ja im Prinzip auch ein Weg geschaffen, wo die Späne durchgeleitet werden. Durch die Fliehkraft werden die Späne dann waagerecht hinten in den Absaugtrog reingeschossen. Und deswegen schätze ich eigentlich, dass die Absaugung hier nicht so brutal stark sein muss, speziell auf die Länge, dass das Ganze halt eben gut funktioniert. Aber auch hier werde ich euch in einem Video halt eben zeigen, ob das Ganze halt eben aufgeht, so wie geplant. Das soll es für heute gewesen sein. Schreibt gerne in die Kommentare, wie du die Maschine findest. Tolle Maschine, wie ich finde. Eigentlich noch besser, wenn man da mit Kubikmeter weiter Holz in Zukunft zuschneiden kann. Ich freue mich mega und das werde ich jetzt nämlich auch machen. Ciao!